Ja, mir geht's richtig scheiße. Kurz und knackig. Wurde mein Mitarbeiter auch bedroht, also eine Morddrohung. Sondern ich gehe in die Wüste. Ich habe mich mittlerweile mit Selina so krass daran gewöhnt. Guten Morgen von meinem neuen Spielplatz. Ich trainiere jetzt hier, so gut es geht. Ich habe gestern hier schon trainiert. Jetzt steht Rücken an. Und ich würde sagen, let's go. Ich muss sagen, ich hab keinen Bock mehr auf die Diät. Ich fühle mich einfach nur noch dünn. Auch dieses, klar, Reisen, da muss man sich dran gewöhnen, flexibel sein und hier und da, aber auch das hier. Die Trainings hier machen sowas von keinen Spaß. Ich mache gerade so das Mindeste. Fühle mich eh schon, wie gesagt, skinny. Hab dann das Gefühl, so ein Training bringt mir fast nichts. Oh, ich bin so froh, wenn es bald rum ist. Noch einen Monat oder so. Also eigentlich weiß ich jetzt, eigentlich sind es 5 Wochen noch, 6 Wochen. Und dann bin ich durch, aber ich habe keinen Bock mehr. Ihr könnt es mir nicht glauben. Ich bin fast schon manchmal sauer morgens, weil ich einfach keinen Bock mehr habe und durchziehen muss. Dann bin ich so richtig getriggert und eigentlich nicht so ein geiler Start in den Tag. Klar fühlt sich dann geil an, wenn man durchgezogen hat, aber manchmal. Hey Leute, richtig geil. Ich war gestern shoppen. Also shoppen im Einkaufsladen und wir warten schon richtig lange auf unsere Fitnessbestellung mit Protein und Kreatin und sowas aus Perth, die kommt einfach nicht an. Wir hatten die gestern im Laden so Proteinriegel angeboten für 4 Dollar, was schon echt fairer Preis ist, weil hier kostet normalerweise ein Riegel 8, 9 Dollar. Das bedeutet irgendwie 5 Euro für einen Riegel, das sehe ich halt nicht ein, also geht einfach nicht. Und da habe ich mir gedacht, 4 Dollar sind schon echt fair. Aber wir machen einfach mal die ganze Box für 3 jeweils, also die ganze Box für jeweils 3 Euro pro Riegel. Und dann haben die gesagt, nee, können wir nicht machen, der Manager ist nicht da, komm morgen nochmal. Und haben mir aber einen Riegel schon geschenkt, weil der abgelaufen war. Das heißt, den habe ich schon mal direkt gratis bekommen, nur weil ich gefragt habe. Und dann war ich jetzt gerade da und habe mit dem Manager geredet und der hat gesagt, ja, easy. Und jetzt habe ich die ganze Box, 8 Stück, wenn man den von gestern den für kostenlos rausrechnet, den 9. für 24 Dollar bekommen. Das sind ungefähr 15 Euro, also nicht mal 2 Euro pro Riegel. Also eigentlich voll den geilen Deal gemacht. Und das ist schon so eine geile Sache hier. Ich glaube, hier kann man so ein bisschen mehr traden und handeln. Und wenn man halt frech genug ist, das zu machen. Aber das ist auf jeden Fall ein Tipp an euch. Immer verhandeln, immer gucken, dass ihr den besten Preis rausschlagt und Dreistigkeit siegt. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht, aber irgendwie ist der Himmel gerade komplett rot. Oder alles hier so wie mit so einem Licht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann, ich glaube leider nicht. Also auf jeden Fall ziemlich rot alles hier. Sieht richtig geil gerade aus. Ich kann leider nicht auf die Straße, weil Selina auf der Arbeit ist und den Schlüssel mitgenommen hat. Aber ich kann euch wenigstens hier ein bisschen was zeigen. Also Sonnenuntergänge in Australien. Ich freue mich so krass, wenn wir wieder hier weg sind und diese Sonnenuntergänge erleben können. Die sind bisher, was wir in Perth gesehen haben, ultra krass. Und ich glaube, das war noch lange nicht das Ende und das Highlight. Aber guckt euch das an, Mann. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der sowas so geil findet? Ich, keine Ahnung, drehe so ab bei sowas. Guckt euch das an. Ich bin hier gerade so am Chillen, guck so nach oben und da ist einfach der übertriebenst fette Gecko. Aber wie kriegen wir den jetzt safe hier raus, ohne ihn zu verletzen? Also ich gehe mit der Pfanne, Pfanne an der Stelle, mit dem Topf, weil der groß genug ist, den glaube ich so zu fangen.
und dann bringe ich den raus. Der bewegt sich auf jeden Fall extrem lustig. Jetzt mal gucken. Ja, da rennt er schon wieder. Komm! Komm! Fuck! Ja, der jagt mich hier wieder durch jedes Zimmer. Gefangen. Oh Mann, der Arme, guck dich das mal an, der ist voll am Hecheln. Puh, ich will dich doch nur safen. Please. So, jetzt wird sie versprochen ein paar Proteine. Ja, Spaß. Jetzt wird der Bruder hier gesaved. Oh fuck. Oh Mann. Auf Risiko. Stellen wir es hier ab. Bitte geh nicht raus. Nice. Komm. Also, machen wir mal den authentischen jetzt hier. Huh, was für ein Tag wieder, Mann. Auch wieder morgens aufgestanden, 6 Uhr Beine zerstört im Gym, in diesem Kack-Gym, was ihr gesehen habt, wenn man es Gym nennen kann, dann gearbeitet. Jetzt komme ich vom Nebenjob, fange jetzt auch demnächst mit einer Selbstständigkeit an. Ich komme ja aus dem Closing-Bereich, und also Sales, und da werde ich jetzt wieder anfangen, als dritten Job sozusagen. Abends dann immer noch nach deutscher Zeit ein paar Kunden anrufen. Darum geht es jetzt gar nicht, aber es ist auf jeden Fall viel, was so schon auf einen einprasselt. Dann laufe ich heute zur Arbeit, sehe da auf der Straße zwei Frauen, die sich einfach verprügeln. Drumherum lauter Menschen, ich gehe einkaufen, noch kurz auf dem Weg zur Arbeit. Komm raus, hat sich geklärt, hat wahrscheinlich die Polizei aufgelöst. Ich komme auf die Arbeit, dann eine von den Frauen. Kommt so, ja, ich hatte da vorne eine Schlägerei und so. Ich so, ja, echt, warum, wieso, was war? Die so, ja, die eine war eifersüchtig oder sonst was, weil ich ihr ihren Mann stehlen könnte und so ein Scheiß. Und ihr hört da schon so ein paar Problemmacher, mal gucken, was hier passiert. Dann auf der Arbeit 2, 3 Schlägereien gewesen. Dann generell muss man voll aufpassen, was man hier macht, wie man Leute serviert und so, gibt es sehr strenge Regeln. Und dann sind wir nach den Regeln gegangen und dann wurde mein Mitarbeiter auch bedroht, also so eine Morddrohung. So, ey, hast du was gegen uns Aborigines und so, bla bla bla. Also nee, das sind einfach nur die Regeln. Also ein Scheiß halt. Und hat ihn dann bedroht, war halt betrunken, aber ja. Und das ist jetzt alles negativ, also es gibt auch echt coole, und ich hatte heute auch schon ein, zwei coole Sachen mit den Aborigines, aber es ist jetzt, was ich halt erzählen kann, heute nur negativ. Ja genau, 2 Schlägereien. Gestern war einer da, hat was bestellt, kommt einer von hinten, labert ihn an, gibt ihm einfach einen aufs Maul. Also, keine Ahnung, was gerade abgeht. Dann waren auch vorhin Kinder da, haben so Steine aufs Restaurant geworfen. Ey, Mann. Und dann waren generell richtig komische Leute, wollten komische Bestellungen. Haben einfach mich extrem genervt, also es war wirklich gestört. Und ja, aber ich weiß, dass selbst wenn mich hier jemand angreift, ich habe die jetzt kämpfen sehen alle, dann würde ich die auf jeden Fall ausnocken. Also das war kein Spaß. Die sind auf jeden Fall nicht so gut und nicht so gefährlich, insofern sie keine Waffen tragen. Aber so viel zu meinem Tag. Das ist mal hier authentischer Einblick aus den Ups and Downs. Ich lasse mir jetzt mein Essen schmecken. Und morgen ist ein besserer Tag. Aber fragt mich nicht, wie ich das hier alles packe. Mit den Überstunden und dem Gym, der Diät. Ich habe, glaube ich, bald eine 90-Stunden-Woche. Fragt mich nicht, wie ich das mache. Aber es klappt und ich bin echt happy und glücklich und habe Power. Deswegen scheiß da drauf. Einfach durchziehen. Das ist so meine Devise. What's up? Peace out. Übrigens hier. Nein! Das meine ich. Habe ich noch eine andere Nervensäge. Also, was? Ich bin komplett durch, Leute. Ich habe so viele Baustellen und Projekte. Ja, war Spaß. Ich wollte nur sagen,
wir unterstützen uns ja auch und ich habe hier eine super supportive Freundin, die mir auch das Leben versüßen kann, anstatt nur zu nerven. Ja, aber wirklich, es ist wirklich auch geil, dass wir hier zusammen sind. Kannst du mich kurz anleuchten, damit ich ein gutes Licht hier habe? Boah, ich sehe jetzt gruselig aus. Und zwar wollte ich sagen, ich habe mich mittlerweile mit Selina so krass daran gewöhnt. Also, wir sind auch vorne an dieser, ich habe ein bisschen was von der Prügelei erzählt auf der Straße. Okay. Du läufst einfach dran vorbei und das ist fast schon wie normal geworden. Also kennt ihr diese Memes, wo so Leute, keine Ahnung, so in einem brennenden Haus sitzen und so voll chillen? So sind wir mittlerweile. Also bei uns könnte die Hütte brennen und eine Atombombe und einen Panzer reinschlagen. So, wir würden einfach ganz normal weiter in unseren Einkaufsladen gehen, unsere Besorgungen machen und wieder nach Hause gehen und sagen, ey, hast du es auch gesehen? Ich glaube, Selina hat einen tauben Arm bekommen. Ich laber nicht weiter. Das ist eh voll die hässliche Aufnahme. Mach es doch lieber drin, das will so niemand sehen. Im Endeffekt, wie ist es heute? So, ja, mir geht's richtig scheiße. Kurz und knackig. Die ganze Nacht nicht geschlafen. Weil mein Hals einfach so krass wehgetan hat. Also ich wurde einfach plötzlich krank. Ich habe mich gestern noch richtig gut gefühlt. Habe vor einer Woche Fitnesspause gemacht, ein Refeed, alles nach Plan. Form wurde besser, schön regeneriert. Jetzt 2-3 Tage trainiert. Und aus dem Nichts krank. Das heißt, ich liege jetzt krank im Bett. Werde heute nicht zur Arbeit gehen. Werde aber trotzdem bei dem einen Job bezahlt, bei dem anderen nicht. Warum das so ist, kann ich dann gerne bei den Videos machen, wo ich auf die Jobs Informationen gebe. Also wen es interessiert. Und ja, ich hoffe, das geht jetzt schnell rum. Ich habe, wie gesagt, jetzt einmal mir freigenommen. Probier auszukurieren. Und vielleicht mache ich dann heute so ein paar chillige Arbeiten wie YouTube oder Social Media oder irgendwelches Organisatorisches für die Selbstständigkeit, whatever. Oder werde einfach nur chillen. Mal gucken. Aber so viel zum Update hier. Egal, wie viel man sich um Gesundheit und alles und Hustle und hast du nicht gesehen, kümmert. Man wird halt auch mal krank. Und jetzt liege ich hier in unserem halb dunklen Zimmer, was auch nochmal, ja, einfach kacke ist. Aber man will ja nicht nur jammern, hört es jetzt wieder nach Mimimi an. Ich habe es mir aber ausgesucht, it is what it is. Ein Update für euch und ich mache das Beste aus den Karten, die ich habe. Und so viel dazu. Und meine Freundin, die Selina, sorgt sich sehr gut um mich und hat mir einen richtig geilen Porridge Bowl gemacht. Also ist wirklich, ich habe bestes Leben, Leute. Mir wird es niemals schlecht gehen auf der Reise. Ich dachte eigentlich, ich bin nach 3-4 Tagen durch. Ich war da der festen Überzeugung. Aber hätte Fahrradkette. Deswegen mal gucken, wie es morgen wird oder die Tage. Aber ich will einfach gesund sein und immer wenn man krank ist, kennt jeder von euch bestimmt auch, denkt man sich, Alter, egal wie viel du reist oder was du machst oder wie happy du bist, ey, wenn du krank bist, dann ist alles andere einfach egal. Deswegen bleib gesund und wünsche mir gute Besserung. Guten Morgen oder auch guten Mittag, Tag 4. Wie man sieht, ich bin immer noch ein bisschen krank, aber mir geht es schon deutlich besser. Habe diese Nacht richtig scheiße geschlafen, aber viel geschwitzt, deswegen, ich glaube, das war ganz gut. Glaube ich auch eine kleine Mittelohrentzündung gerade, aber whatever. Unser Chef ist halt heute wieder da, seit 1,5 Monaten. Und hat einfach Sushi mitgebracht. Und Alter, ich kann gerade gar nicht genug sagen, wie geil das ist. Seit Ewigkeit mal wieder, seit Perth, Sushi zu essen. Hier in Australien gibt es Sushi Hub. Das muss ich euch auch noch mal zeigen in einem anderen Vlog. Das ist so ein geiles Konzept. Aber ich habe hier jetzt hier so richtig dicke Rollen Sushi. Und Alter, das sind wirklich so Kleinigkeiten, die man wieder anfängt zu schätzen. Ey, das wird so geil, wenn wir hier weg sind. Ey, genießt eure Zeit und seid wirklich dankbar für das, was ihr habt, Mann. Das wird so geil jetzt. Und es geht tatsächlich weiter. Selina ist von der Arbeit heimgekommen. Und wie gesagt, mein Chef ist heute zum ersten Mal wieder da. Und hat mir lauter, also wirklich, keine Ahnung wie viele das sind, auf jeden Fall eine Menge,
so Proteinnudeln wieder mitgebracht. Die sind perfekt für die Diät. Und die gibt es hier einfach nicht. Also, weil es halt nur diesen einen Laden hier gibt und der bietet die nicht an. Also, richtig geil. Richtig, richtig fettes Dankeschön. Guten Morgen. 9 Uhr morgens hier. Ich gehe jetzt joggen. Aber nicht wie gewohnt im Gym auf dem Laufmaster, sondern ich gehe in die Wüste. Und zwar da raus. Ich zeig's euch gleich nochmal. Wollte ich eh die ganze Zeit schon machen. Ja, aber bei einem Sonnenuntergang, weil es glaube ich dann in der Wüste voll geil aussehen würde, wenn man es zurückjoggt und die Sonne so sieht. Und die wird natürlich nicht so reinknallen wie jetzt, aber jetzt haben wir bestimmt auch schon 31, 32 Grad. Aber ich arbeite jetzt wirklich mit der Selbstständigkeit wirklich komplett fulltime. Also ich habe keine freie Minute eigentlich, jetzt am Sonntag wie jetzt, kann ich mir die Termine nochmal so ein bisschen flexibler legen. Aber auch die gehen bis in den Abend rein, deswegen kann ich nicht abends rein joggen. Und ja, dementsprechend machen wir das jetzt. Und ich bin gespannt, wie das wird. Ich habe auf jeden Fall voll Bock drauf. Und das Geile ist, ich jogge da jetzt raus. Ich weiß nicht, das sieht schon so geil aus irgendwie. So richtig raus und ich weiß nicht, ich fühle es. Ich finde, das sieht so richtig nice aus, da jetzt raus zu joggen. Und dann komme ich da auch wieder zurück. Und dann komme ich hier eh vorbeigerannt und da ist ein Pool. Da kann ich richtig geil in den Pool reinjumpen. Also, let's go! Oh, fuck! Oh. 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 Also 30 Minuten jetzt hier in die Richtung gejoggt. Oh. Oh. Oh, mit mehr Unterbrechung als ich wollte. Guck dir das an. Jetzt joggen wir zurück. Ab in den Pool. Oh, let's go. Also das ist eine Strecke, Leute. Ich sehe gar nichts mehr, wo das Zivilisation liegt. Aber wenigstens kann ich auf die geile Aussicht jetzt zujoggen. Ist doch geil. Digga. Oh. War jetzt eigentlich eine Stunde, oder? Ich weiß nicht. 27 los. Ja, eine Stunde. 10:31 jetzt. Puh, war geil. Ich glaube, ich krieg's doch einen Sonnenbrand. Ah, glaube ich nicht. War geil. Ich habe eine ganze Weile gar nicht geschwitzt, weil es so windig war. Weißt du? Hat es irgendwie mich voll runtergekühlt. Es war voll geil. Oh, ich war eigentlich weiter draußen, als ich dachte. Gerade wo ich umgedreht bin, habe ich gedacht, Digga, kann nicht sein, kann nicht sein. Ich dachte, es kommt jetzt nach jeder Kurve, dieses... Ja, ich habe es gesehen auf deiner Karte, du bist schon ein ganzes Stück weit draußen. Ja, Mann, egal, push your limits. Und jetzt geht's in den Pool, so geil. So wäre es abends. Und ich glaube, das wäre halt viel geiler. Ich glaube, abends wäre es viel geiler gewesen. Und es ist auch richtig angenehm gerade. Aber naja, geh mal arbeiten.